Hallöchen und herzlich willkommen zu Murdered Soul Suspect. Ich bin so glücklich, wie das hier gerade alles so toll mit dem Aufnehmen läuft. Mehrere Folgen am Stück. Ich drück nur... Oh, guck mal. Ich drück nur eine Taste, drück die zum zum Aufhören mit Aufnahme wieder. Oh Gott, ich find's schön, dass ich mich einfach mal mit OBS beschäftigt habe und es so viele tolle Einstellungsmöglichkeiten gibt und ich die Videos eigentlich gleich, so wie sie sind, hochladen kann. Wieso finde ich denn jetzt auf einmal noch hier so viel Zeug? Das ist ja verrückt. Mich wundert es dennoch, dass wir in der ganzen Polizeidirektion... Hä? Resettet das irgendwie nochmal oder war ich hier noch nicht? Salem fühlt sich gefährlich an. Salem soll ein ruhiges Fleckchen sein, die Art Ort, an der du den Problemen der Großstadt entkommst. Aber allmählich fühle ich mich nicht mehr sicher, wenn ich im Dunkeln draußen bin. Ich sprach mit Ronan darüber und er versicherte mir, er sei der gefährlichste Typ in der Stadt. Aber seine draufgängerische Art hilft nicht viel. Etwas an diesem Ort ist krank. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir im Polizeidingsbums, in der Polizeistation, tatsächlich nur ein Bild von einem Mädchen gefunden haben. Von diesen Wandbildern. So, hier haben wir noch was. Plakette des Hauses des Urteils. Bekannt als Haus des Urteils, vormals Residenz des Richters John Hawthorne, 1641 bis 1717, der bisweilen in seinem eigenen Wohnzimmer Gericht hielt und die Angeklagten in seinem Keller einsperrte, wie in Kolonialzeiten üblich. Seine unglückliche Rolle in der Hexenprozessen von 1992 befleckte seinen Namen dauerhaft. Okay. Ja, Salem, wer es nicht kennt, es gibt auch eine Serie Salem. Salem ist als Hexenstadt eigentlich bekannt. Da geht's nicht lang. Ja, okay. Hätte ja sein können. Ich habe die Serie Salem, glaube ich, mal angefangen zu gucken. Fand die anfangs gar nicht doof, aber irgendwie dann doch. Weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob das so war. So, hier gibt es jetzt auch keine Zeichnung oder so. Ich renne mal ein bisschen näher an der Hauswand lang. Hier ist nur ein sehr helles Licht. Und hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Oh, nee, hier waren wir doch noch nicht. Oh! Wieso ist denn die Miez hier? Was können wir denn mit dir jetzt machen? Ich da hochgekonnt irgendwie? Ich glaube, wir müssen jetzt hier keine Miez sein. Ja, mach's gut, Miez. Bis später. Bis später, Miez. Gott, hier war ich ja wirklich noch gar nicht. Die ist nicht ohne Grund hier. Also wir können hier sicherlich noch was machen. Die Frage ist, was? Warte mal, ich gehe noch mal in sie rein. Das hört sich so falsch an. Wie war denn das? Mhm. Hier. Na komm. Sie macht's nicht. Ach. Dann komme ich vielleicht auch mit der Miez. Warte mal, in dieses Dingsbums. Ne, warte mal, wir können ja wieder hier hoch. Okay, ne, wir kommen mit ihr hier nicht raus.
Nee, okay. Wir haben noch einen Teil gefunden und gut ist. Mach's gut, Meets. Bis dann. So, wir gehen jetzt zum Ashlands Hillfriedhof. Mal gucken, dass hier nichts ist. Nee. Da liegt auch noch was. Ronan stellt die Frage. Heute fragte er mich und ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ich will mit ihm zusammen sein. Ich liebe ihn. Aber als er mir einen Antrag machte, konnte ich nichts sagen, als sei meine Stimme fort. Und er kniete dort, erdrückt von meiner Stille. Dann stand er auf. Es dauerte 5 Minuten, bis ich ihm sagen konnte, dass ich nachdenken muss. Oder habe ich es vermasselt? Niemand, der einen Hochzeitsantrag jemanden Geliebten stellt, möchte diese Situation erleben. Aber ich muss auch dazu sagen, es soll lieber überdacht sein. Es kann ja auch manchmal sein, dass der Partner einfach noch nicht bereit dafür ist, für eine Hochzeit. Und ich finde es okay, wenn man sagt, ich überlege es mir. Klar zweifelt man als Fragender natürlich, ob man irgendwas falsch gemacht hat, ob man nicht der Richtige für die Person ist oder die Richtige. Aber ich finde, das ist alles halb so wild. Sucht euch erst gar keinen Mann, dann habt ihr das Problem nicht. Sind das die Wohnung von meinem Unfall? Nee, oder? Doch, ich denke schon. Hier steht noch ein Auto. Na gut, die Wand bilden wir uns ja bloß ein. Das sehen die anderen ja nicht. Theoretisch geht die Straße hier, glaube ich, weiter. Haben die aber ganz gut gemacht, um uns zu sagen, nö, du kommst da nicht lang. Finde ich sehr gut. So eine, besser als diese blinden Mauern, diese Alpha-Wände. Kay Douglas, Todesursache. Opfer am Deckenventilator erhängt. Möglicher Selbstmord, aber keine Notiz. Glockensymbol deutet möglichen Mord an. Erst Selbstmord, dann Dings. Ach, hier steht sogar noch eine 1. Ich will mich nochmal... Oh, guck mal. Meets again. Da oben sitzt ein Mädel, habe ich gerade gesehen. Komm, wir nehmen uns die Zeit. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hier lang können. Vielleicht erstmal da hoch. Nein. Hier wo? Nein, ich will jetzt nicht in die... Ach nee, das war falsch. Okay, hä? Na. Ah, hier rüber müssen wir. Das können wir erstmal enthüllen und nehmen. Und dann ist da oben noch ein Mädel und da ist auch noch was. Nein, ich drücke mal Space. Man springt hier nämlich tatsächlich mit der Shift-Taste und nicht mit der Space-Taste. Und das ist sehr merkwürdig. Ich komme an jeden beschissenen Dings ran. Warte mal, wo saß denn jetzt das Mädel? Wieso ist denn das Mädchen jetzt weg? Da oben sitzt sie. Ach nee, das war bloß eine... Dings, okay. Der rennt schon wieder vom Ashcliff-Dingsbums weg. Aber ich will mich einfach hier umgucken. Ich mag dieses Gesuche hier. Achso, hier sind wir vor uns lang gekommen. Okay. Was ist denn, wenn wir hier nochmal lang gucken? Aber hier haben wir schon geguckt, ne? Hier waren wir, glaube ich, überall auch schon. Ja, hier ist wieder dieses Haus, wo wir nicht rüberkommen. Vielleicht brauchen wir dafür aber tatsächlich unsere letzte Fähigkeit. Das könnte natürlich auch noch sein. Das fiel mir vor uns nämlich auch ein, dass wir dieses letzte Ding nur holen können, wenn wir unsere letzte Fähigkeit haben, die uns ja noch fehlt. Ich glaub's einfach nicht. Bist du jetzt glücklich, du Arsch?
Ist das das, was du wolltest? Du hast gesagt, ich wäre die eine. Eher eine von vielen. Ich verstehe nicht, was er an ihr findet. Sieh ihn dir an. Was für ein Schwein. Er fühlt sich nicht mal schuldig wegen dem, was er getan hat. Wie er sie anstarrt. Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen, egal was dabei rauskommt. Okay, ich seh's mir an. Gebrochenes Herz. Es braucht keine Detektive, um festzustellen, dass ihr Herz gebrochen ist. Ich sollte rausfinden, ob ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Okay. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Anscheinend hat er seine Verlobte erst nach dem Selbstmord der Ex-Freundin kennengelernt. Ist auch vollkommen in Ordnung. Können wir bei ihr uns noch einhacken? Selbstmord der Ex-Freundin. Okay. Ja, ist ja gut. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus, als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Also, alles easy peasy. Sieht aus, als hätte die Neue ihn angesprochen, weil er so verstört und einsam aussah. Guck mal, alles easy peasy. Selbst von der Ex-Freundin eine Schulter zum Ausweinen. Was? Ach so, 1, 2, 3. Entschuldigung. Hat er sie betrogen? Nein. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Wie sich herausstellt, hatte sie nicht betrogen und ihr Selbstmord hat sie zusammengebracht. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Na, aber bitteschön. Errungenschaft freigeschaltet. Betrogen. Okay. Wo war jetzt das Dingsbums? Da war jetzt das Dingsbums. Da gehen wir jetzt rein. Hab das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern.
Boo. Klasse. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Da ist einer. Das Mädel war jetzt aber echt gruselig. Ich finde Joy, okay, die war wirklich mega gruselig. Ist das auch das Geräusch, was wir immer hören? Ich habe auch das Gefühl, dass sie nichts Gutes von uns will. Oh, ich habe auch schon wieder das... Also, was mir auch schon wieder auffällt, ist, wir haben jetzt sehr lange uns nicht mal vor irgendwelchen komischen Dämonen verstecken müssen und ich glaube, auf dem Friedhof wird es mal wieder Zeit dafür. Bedeutung von den Tod betrogen. Ich musste nach dem Tattoo des Sensenmanns fragen. Ich weiß, es sagt, den Tod betrogen, aber ich wusste nicht, wie er es getan hat. Oder warum. Dann zeigte er mir seine Narbe. So eine Stichwunde zwischen die Rippen hätte leicht tödlich sein können. Es ist ein Wunder, dass er am Leben ist und es hielt ihn nicht davon ab, wieder zu stehlen. Er lernt es nie. Warum gefällt mir das so? Ja, du magst Bad Boys. Was ist das denn hier? Das ist doch schon wieder böses Zeug hier. Und warum hat es uns vor uns das junge Mädchen eingeblendet? Das Geistermädchen, was wir zu Anfang getroffen haben. Die war ja auch wieder kurz aufgetaucht. Okay, wir müssen über die Brücke, weil ein Geist nicht durchs Wasser schlendern kann. Mit dem reden wir gleich. Ich würde gern erstmal... Verdammt. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Ich muss ermitteln, ob es eine Verbindung zu den Glockenmorden hier gibt. Okay. Wir fangen mal hier oben an. Ich würde gerne da rüber zu diesem Dingensbummens, aber da komme ich nicht übers Wasser, ne? Nee, aber ich könnte versuchen. Ich komme da nicht ran. Es muss ja aber irgendeinen Weg geben, hier durchzukommen. Was ist, wenn ich hier wieder rausgehe? Da geht's nicht lang. Okay, da geht's nicht lang. Übers Wasser können wir nicht gehen. Das Ding ist auch zu weit weg, dass wir uns reinportieren könnten. Okay, wir kommen da also noch nicht hin. Und ich sehe da auch... Warte mal, wir gucken nochmal von hier. Das sind noch alles... Na gut, das sind Bäume... Naja, vielleicht kommen wir von da hinten irgendwie. Mal gucken. Was hat der denn hier? Bist du etwas schreckhaft? Bist du in Ordnung? Du wirkst etwas nervös. Ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich sehe Dinge, die ich nicht erklären kann. Furchtbare, verdrehte Dinge. Ich bin nicht mal sicher, wie ich hierher kam. So viel trinke ich nie wieder. Warum bleibst du dann hier? Ich glaube, da war eine Frau bei mir. Vielleicht meine Frau oder meine Freundin? Ich kann mich nicht an viel erinnern. Es ist alles so verschwommen. Ich glaube, ich warte auf sie. Sie war mit dir hier? Ich glaube schon. Sie wollte mich küssen. Im nächsten Moment schreit sie und greift nach mir. Dann Wasser. So viel Wasser. Ich bin sicher, dass du sie eines Tages wiedersiehst. An einem schöneren Ort als hier.
Danke. Ich weiß, ich sollte gehen, aber vielleicht kommt sie zurück. Okay, dann warte mal fleißig hier. So, was hast du denn? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich etwas suche? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich etwas suche? Ja, ist ja gut. Was bist denn du für eine Type, hey? Wir können hier auf jeden Fall rein. Aber hier nicht mehr. Wieso kann ich hier rein? Was ist das denn für ein Quatsch? Ich dachte, ich kann hier hinten wenigstens durch. Nee. Okay. Entschuldigung. So, oh, warte mal. Entfernt. Ein loser Pflasterschein liegt am Rande des Fußweges. Warum ist das hier? Warum liegt hier eine Schaufel? Gräber werden nicht mit Schaufeln ausgehoben und wenn sie Teil des Verbrechens wären, hätten die Cops sie mitgenommen. Zurückgelassen. Die Cops müssen das hinterlassen haben, nachdem sie mit ihren Untersuchungen hier fertig waren. Mal, da ist noch was. Oh, ich weiß, wer das ist. Schlafen, verstorben, trocken, mag. Das ist die Frau. Abgewrackt, versunken, lebendig, sauber, zerfetzt. Versunken. Verstorben. Abgewrackt, trocken, zerfetzt, sauber, versunken. Nee. Abgewrackt. Verstorben. Makellos, sauber, zerfetzt. Geistermann sah Leiche. Ein anderer Geist sah die Leiche des Opfers den Fluss hinabtreiben. Er weiß vielleicht mehr darüber. Okay, das ist aber jetzt wieder ein anderer Fall. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Was ist denn damit hier? Okay, wir sprechen mal mit dem Mädel hier. Vielleicht hat die noch was gesehen. Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Ding an der Küste. Die Frau hat an der Küste etwas gesehen. Es hat vielleicht etwas mit meiner Ermittlung zu tun. Ja, das war ja aber sie da. Vor allen Dingen Küste. Nenn das doch nicht gleich Küste. Nee. Ich komme voran. Kann jetzt nicht aufhören. Nee, alles gut. Wollte ich jetzt auch gar nicht. Um Gottes Willen. Ich kann hier auch noch weiter suchen. Ich höre die Viecher da hinten schon wieder. Wir gehen jetzt nochmal zu dem Typen hier. Ich weiß, ich sollte gehen. Okay. Vielleicht kommt sie zurück. Oder müssen wir mit dem hier reden? Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. In den Büschen versteckt. Der Zeuge sah, wie etwas angeschwemmt wurde und diesen Büschen landete. Muss rausfinden, was es ist. In den Büschen. Die Büsche hier. Das Busch hier. Hier. Schwer zu erkennen. Die Büsche sind zu dunkel, um etwas zu sehen zu können. Ich muss einen Weg finden, sie mit mehr Licht durchzuleuchten. Ja. Es ist zu dunkel in den Büschen. Alles gut, meine liebe Joy, komm her. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Komm her. Ja, immer noch ein Haufen nichts.
Was übersehen wir? Vielleicht eine Kombination? Ich weiß nicht, was wichtig ist, aber mehr war da nicht. Entschuldigung nochmal, ansehen. Das Seil kommt mir bekannt vor. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Der Typ aus dem Knast. Der Typ aus dem Knast. Nee, Quatsch, hier, Muster des Mordopfers. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Das sagen wir ihr jetzt auch noch, bevor wir dann eine Folgenpause machen. Das weist Ähnlichkeiten zu anderen Glockenmorden auf, aber ich muss weitere Informationen finden. Das heißt, sie wäre auch noch ein Opfer vom Glockenmörder? Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Sophia, das Mädchen, das mich auf dem Friedhof beobachtet hat, ist das Mordopfer. Ich muss sie finden. Es speichert gerade... Nein, 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 nein. Haben wir irgendwas zum Verstecken? Sind die jetzt gerade hier? Ich würde... Jage Sophias Geist. Okay. Ich würde jetzt aber gern einen Aufnahmestopp machen, weil es gerade gespeichert hat. Und dann kann ich beim nächsten Mal hier nämlich wieder anfangen. Deswegen, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen ruhiger. Die Geister sind alle weg. Ich bin der Einzige hier. Und wir machen jetzt eine kleine, ja, ich weiß noch nicht, ob ich Aufnahmepause mache, aber ich mache auf jeden Fall einen Folgenstopp. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss!